Herzlich willkommen zum Kurzfilmfestival, zu den Lightning Talks. Wir haben bisher 6 Lightning Talks. Ich denke, das sollte mit der Zeit super hinhauen, mit so einer knappen Stunde. Wir wollen auf jeden Fall nicht überziehen, weil der nächste ja auch noch ein bisschen Zeit braucht zum Vorbereiten. Deswegen will ich hier auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Und als erstes wollte Paul Seifert, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, was über Overleaf bzw. Overleaf-Kommentare erzählen. Bitteschön. Gut, also Overleaf, ich weiß nicht, wer es kennt, ist ein Tool, was wir bei der Arbeit zurzeit einsetzen, um kollaborativ Textdokumente zu bearbeiten. Das heißt, man hat so eine Webseite mit einem Texteditor, schreibt da drin Techcode und hat so ein Live-PDF-Preview. Und es hat auch so eine Versionskontrolle, dass man bei Änderungen vor- und zurückspringen kann und das ist alles toll und in der Cloud und so. Und hat in der Praxis eben so die Vor- und Nachteile, die man erwartet. Sprich, man arbeitet nicht mit dem Tool, mit dem man arbeiten möchte, sondern mit dem Tool, was der Chef ausgesucht hat. Es hat von allen Texteditoren im Webbrowser, die ich so gesehen habe, bisher die besten Vim-Bindings. Heißt aber trotzdem, die eigene Konfiguration in der Vim-RC und die Plugins, die man installiert hat, sind nicht verfügbar, genauso wie alle anderen Command-Line-Tools, die man liebt und mag. Aber Overleaf V1 hat Git-Access, das heißt, man kann einfach Git-Clone die URL eingeben und hat alles lokal und ist wieder happy als Nerd. Bis auf ein kleines Problem mit Kommentaren und Diskussionen. Und zwar, wenn man im What-You-See-is-What-You-Get-Modus ist, wenn man hier draufklickt auf der Webseite, dann hat man hier so Chats, die angezeigt werden, die so aussehen, wie man das aus dem Web heutzutage kennt. Ein Avatar, ein Timestamp und was derjenige geschrieben hat. Und die Kommentare, die werden einfach in der Datenbasis als LaTeX-Kommentare gespeichert, sprich, auch wenn man das git-cloned hat, kann man die lesen, das ist ganz gut. Aber so richtig haben wir festgestellt, funktioniert das nur, wenn wirklich alle diesen What-You-See-is-What-You-Get-Modus benutzen, denn die werden in diesem Syntax gespeichert, Prozent Leerzeichen, ein Sonderzeichen, was ein Stern sein kann oder was anderes ist, Leerzeichen, E-Mail-Adresse, Timestamp, Doppelpunkt, yada yada. Und das ist jetzt, sage ich mal, human-readable-ish. Das Problem ist, einige von uns, die haben halt auf der Plaintext-Variante der Webseite gearbeitet und gesehen, da diskutieren Leute und halt in einem ähnlichen Format geantwortet, also Prozent, ihr Name, neue Zeile, irgendwas geschrieben. Und wenn man jetzt beispielsweise dieses Z am Ende vergisst oder den Doppelpunkt oder irgendein Leerzeichen zwischendurch, dann wird das auf der Webseite nicht gerendert. Was heißt, der Chef hat gesagt, Leute, betragt mal zur Diskussion bei. Die Leute tragen zur Diskussion bei. Chef wird sauer, weil er die Antworten von den Leuten nicht sieht. Die Leute werden sauer, weil keiner ihre Diskussionsbeiträge wahrnimmt und sie einfach ignoriert werden. Und man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie den Default-View der Webseite benutzt haben. Wir versuchen das gerade so mit nicht technischen Mitteln zu umgehen, dass man einfach den What-You-See-Is-What-You-Get-Modus benutzen muss. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber eigentlich dieser Syntax, so hässlich er zu tippen ist, so einfach sollte es für einen Computer sein. Also ich habe jetzt versucht, bei uns bei der Arbeit halt das mal zu fixen, so mit durch die Versionsgeschichte gehen, schauen, wann jemand einen Kommentar geschrieben hat, schauen, ob der Syntax richtig ist und wenn, dann halt fixen, aber so händisch Leerzeichen zu korrigieren, das nervt. Und so ist Overleaf-Kommentar entstanden, eigentlich nur ein Python-Skript, was versucht hat, diesen Syntax zu reverse-engineeren und dann aus der Git-Konfiguration die E-Mail-Adresse auslesen und den Timestamp im richtigen Format zu schreiben und dann diesen Kommentarstring zu erstellen. Drumherum gepackt ein kurzes Vim-Skript, was den Cursor an die richtige Stelle setzt und noch einen Switch hat, ist man gerade in einer Diskussion oder nicht und dann eben sagt, da ist keine Diskussion, ich starte neu, ich setze da an dieser komischen Stelle einen Stern oder hier ist eine Diskussion, ich mache ein Head und eine Antwort drauf und noch irgendwas zum Toggeln, um am Ende die Diskussion geschlossen wird oder offen bleibt. Der Kurs ist unter GPL. Das Ganze ist kompatibel zu Overleaf V1. Es würde mich sehr freuen, wenn das noch jemand nutzen kann und damit seine Lieblingstool auf dem Computer benutzen kann und mit Menschen auf Overleaf diskutieren kann. Ich selbst benutze Emacs kaum und habe auch keine Scripting-Routine da, aber wenn jemand Emacs-Bindings oder Atom-Bindings zur Verfügung stellen möchte, klicke ich gerne auf Merge. Das Einzige, was noch so ein bisschen im Argen liegt, ist Future Support. Overleaf hat vor ein paar Monaten die Testphase für Version 2 gestartet. Der Git Access ist weg. Also man kann noch mit händisch auf der Webseite klicken, mit GitHub synken, aber schon mit keinem anderen Hoster. Sie haben aber gesagt, Feedback von der Testphase war, das macht zu vielen Leuten den Workflow kaputt. Deswegen sind sie redlich bemüht, das zu fixen. Und solange das nicht gefixt ist, bleibt V1 am Leben.
Finde ich gut. Zu den Diskussionen haben sie im Blog nichts gesagt. Ich habe gesehen, die sind jetzt nicht mehr in dem Tech-Dokument drin, sondern in einer anderen Datenbank. Das heißt, ich weiß nicht, ob mein Tool nächstes Jahr überhaupt noch benutzbar ist. Bis dahin seid ihr eingeladen, es zu benutzen, und danach muss ich mir um Maintenance keine Sorgen mehr machen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben noch ganz kurz Zeit für Fragen. Sollte es direkt Fragen geben? Dann nochmal danke dir. Danke dir. Ja, genau. Genau, als nächstes haben wir Max, der uns was über ein Ekiva, das ist ein Smart Lock, ne? Ein Smart Lock, ja. Ein Smart Lock erzählt. Ein Türschlossantrieb nennt sich es offiziell. Ton? Ich bin drauf, nice. Kannst du das ein bisschen? So hier? So hier, gut, ja. Gut. Genau, also ich habe, da ich immer mal den Schlüssel vergesse, habe ich mir hier so ein Smart Lock Türschlossantrieb Dingsy besorgt, was man innen an die Tür schrauben kann und was dann aufschließt, wenn man den Schlüssel nicht dabei hat. Und das kommt halt mit einer Android- und einer iOS-App, und ich wollte natürlich gern da auch selber was für bauen, damit ich das vielleicht auch per SSH steuern kann oder so von meinem Raspberry Pi aus. Und deshalb habe ich mir das Protokoll angeguckt. Außerdem wollte ich natürlich auch gucken, ob es halbwegs sicher ist, weil ich meine, wenn ich das in meine Tür hänge und das kann jeder aufmachen, ist auch nicht so geil. Genau, ich bin im Moment Simo bei, Hiwi bei Simo hier an der Uni, und das habe ich da mal drunter gepackt. So, zuerst habe ich es mal aufgeschraubt, da braucht man langen Torx-Schraubenzieher, dann geht das eigentlich ganz gut auf. Und habe geguckt, was da drin ist, sind zwei Mikrocontroller gleich drin. Einmal vorne sieht man den Broadcom Bluetooth-Chip von dem Teil und hinten noch ein STM8, der die eigentliche Logik macht. Das ist ein ziemlich, ja, ziemlich kleiner, billiger Mikrocontroller, aber da ist die ganze Anwendungslogik von dem Ding drin. Ja, die reden über einen Seriell-Port miteinander. Okay, man kann es nicht lesen. Da unten, ach doch, ich habe ja große Pfeile dran gemacht, richtig. Genau, also darüber reden die beiden Chips miteinander, und da habe ich dann mal reingeschaut, was die so sagen. Also gibt es noch einen zweiten Seriell-Port, wo ein bisschen Debug-Output rauskommt, da war aber nicht viel zu holen. Und auch hier rechts in grün, das ist noch ein Debug-Port von dem anderen Chip. Da haben sie leider auch alles gesperrt, also soweit schon mal recht sicher gegens Anschauen. Das heißt, ich musste dann, genau, und auf dem Seriell-Port 1 ist leider auch alles noch verschlüsselt. Das heißt, da habe ich auch nicht viel gesehen. Das heißt, ich musste mir die App anschauen, habe erstmal geguckt, okay, wie sieht das für den Benutzer aus, also das Handbuch gelesen. Man scannt zuerst einen QR-Code, der kommt auf so einer Keycard mit. Das heißt, es ist schon mal ganz ordentlich. Man hat einen Pre-Shared Key, der da verwendet wird. Das heißt, wenn einer beim Pairing mitsnifft, kann er nicht so viel damit anfangen, wie ich später gesehen habe. Das ist natürlich nicht der echte QR-Code. Genau, also so sieht diese Keycard aus. In dem QR-Code ist die MAC-Adresse drin, das heißt, er findet das Device direkt, da ist ein Key drin und ist noch so eine Seriennummer mit drin. Und das wird dann mit diesem lustigen regulären Ausdruck da oben, wird das in der App gepasst. Also hat immer dieses Format. So, als nächstes muss man noch den Unlock-Button drücken, das sagt einem die App dann auch, um den Pairing-Modus anzuschmeißen. Das heißt, selbst wenn einer jetzt die Keycard irgendwo im Müll findet oder so und vor meiner Tür steht, kann er sich immer noch nicht pairen. Das ist auch schon mal ganz cool. Habe ich ein bisschen weiter in die App geguckt. Das ist, war zwar ein bisschen obfuscated, aber es waren auch noch genug lesbare Sachen drin. Also ich habe zum Beispiel eine Liste gefunden mit allen Commands, die man an das Ding schicken kann, die das Teil antwortet. Genau, und oben sind die Commands, die werden unverschlüsselt übertragen. Da habe ich auch schon gedacht, oh, ganz interessant, man kann dem Bootloader was schicken. Das ist nicht verschlüsselt, nicht authenticated. Aber da geht leider auch nicht so viel, weil man kommt in den Bootloader nur rein, wenn man unten so einen Secured Command schickt, hier den da. Deshalb war da auch nicht so viel zu machen. Und dann habe ich mir halt das Pairing angeguckt, wie das läuft. Und habe das auch in Python nachgebaut. Das hat dann auch funktioniert. Da schickt also, nachdem ich das als Benutzer initialisiert habe hier oben, schickt die App dann so einen Connection Request und kriegt ein Connection Info zurück, und da werden jeweils auch zufällige Nonces ausgetauscht. Das heißt, das ist geschützt gegen Replay-Angriffe. Der Pairing Request, das ist dann die eigentliche Aktion von dem Pairing. Das wird mit diesem Initialization Key verschlüsselt. Das ist also der Key, der in dem QR-Code drin ist. Der wird eben in der Fabrik in das Gerät reinprogrammiert und auf diesen QR-Code gedruckt.
das Ganze wird dann irgendwie dauerhaft abgespeichert und man kriegt so eine Bestätigung zurück, dass es geklappt hat. Und es wird eben bei diesem Vorgang wird ein Pairing Key ausgetauscht, das ist auch wieder ein zufälliger Schlüssel, den dann beide Seiten haben und darüber wird die restliche Kommunikation verschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt die Tür aufmachen will, mache ich wieder so eine Connection auf, Connection Request, Connection Info, tausche so eine Nonce aus, damit Replay sicher ist und dann wird mit dem Pairing Key verschlüsselt ein Door Open Command zum Beispiel gesendet oder ein Door Lock oder Unlock. Also man kann das Ding zuschließen, aufschließen lassen oder dann die Tür ganz öffnen lassen. Und dann kriegt man so eine Notification zurück, dass es geklappt hat und kann dann, da steht dann noch nichts drin, da kann man dann nochmal nach dem Status fragen und dann kriegt man noch Details dazu. Genau, also ich habe eine mögliche Angriffsstelle sozusagen gefunden, also das Protokoll sah soweit eigentlich ziemlich sinnvoll aus. Was man eben machen könnte, denke ich mal, wäre quasi ein vorgepairtes Gerät zu verkaufen, also entweder irgendwie bei Amazon bestellen und zurückschicken oder so oder halt direkt als Händler irgendwie. Und eben ein Gerät verkaufen, wo man sich selber schon mit verbunden hat, mit seinem eigenen Handy. Und dann, man hat ja dann die Lieferadresse, na, dann könnte man da quasi einbrechen. Der Benutzer kann das entdecken, indem er auf Einstellungen und dann auf Benutzerverwaltung klickt. Na, da sieht er also alle Benutzer, die damit schon verbunden sind und kann die da auch rauslöschen. Aber das muss man halt erstmal machen. Es steht auch nicht im Handbuch, dass man das irgendwie machen soll. Das heißt, wenn man nicht auf die Idee kommt, da zu gucken, dann könnte das durchaus eine Gefahr sein sozusagen. Und eigentlich könnte die App ziemlich leicht einen Warnhinweis anzeigen, weil in dieser ersten Antwort nach dem Pairing, da kommt noch mit, ist das der First User oder nicht? Das heißt, wenn das First User 0 ist, dann könnte die App eigentlich schön eine Warnung aufmachen. Hier, Achtung, da ist schon jemand verbunden, macht es aber leider nicht. Also Ergebnis, das Protokoll macht einen vernünftigen Eindruck. Es hat keine Cloud, das ist für mich eigentlich auch durchaus ein Vorteil. Insbesondere braucht man auch keine Cloud, um es zu benutzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Devices. Zur Firmware kann ich leider gar nichts sagen, weil die haben sie gut geschützt. Der Chip lässt sich nicht auslesen, habe ich zumindest nicht hinbekommen. Und in der App ist zwar ein Firmware-Update drin, das ist aber verschlüsselt. Und wird auch auf dem Chip erst entschlüsselt und nicht in der App schon. Das heißt, ob die Firmware irgendwelche fiesen Bugs oder gar Backdoors hat, kann ich nichts zu sagen. Und ich habe hier auf GitHub mal meine Python-Skripte veröffentlicht. Damit kann man also von einem Linux-Rechner aus das Schloss öffnen, nachdem er sich vorher ordnungsgemäß gepairt hat. Also man kann damit keine besonderen Angriffe machen, aber man kann halt das Schloss bedienen. Jo, das war's. Auch hier haben wir kurz Zeit für Fragen, wenn es direkt welche geben sollte. Sieht nicht so aus. Dann nochmal Dankeschön, Max. Kann man den Bluetooth-Teil sinnvoll abklemmen und direkt Kabel dran machen? Oder? Ja, das müsste gehen. Also ich denke, man könnte die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Chip und dem Application-Chip kappen und könnte da, was weiß ich, einen WLAN-Chip dran basteln oder so. Man braucht halt trotzdem das Protokoll von denen, weil das halt dieser andere Chip macht. Aber das müsste gehen. Das habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber im Prinzip funktioniert es eigentlich ganz gut mit dem Bluetooth. Aber man könnte ein Kabel dran machen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja? Ja, dann haben wir als nächstes Nana, die uns was über die CAST-Konferenz erzählt. Sobald ich diese Slides hier irgendwie gespeichert bekommen habe. Ich gebe dir einfach schon mal das Mikro. Du kannst dich gerne schon mal vorstellen und dann währenddessen mache ich den Rechner hier fertig. Okay, fange ich einfach schon mal an zu quatschen. Genau, ich bin Nana und ich studiere hier im Fachbereich Informatik im Master. Und ich hatte letztes Jahr eine Idee, die zu sehr viel Arbeit geführt hat. Und daraus ist die Conference of Aspiring Students in Tech Rhein-Main entstanden. Und ich möchte euch heute gerne kurz vorstellen, worum es da geht, was wir da machen und warum das euch eventuell interessieren könnte. Das sind wir. Wir sind nämlich inzwischen nicht mehr nur ich, Gott sei Dank, sondern tatsächlich sogar noch ein paar mehr Leute, als da zu sehen sind. Wir sind 14 Studis und Vimis aus dem Informatikbereich. Und wir haben uns vorgenommen, diese wissenschaftliche Konferenz für Studierende von Studierenden zu organisieren.
Wir haben uns eigentlich gefragt, was passiert denn, wenn man coole Sachen im Studium macht oder wenn man coole Sachen als Zivi macht oder coole Sachen in der Freizeit macht, und haben festgestellt, meistens leider nicht so viel. Es gibt tolle Leute, die aus solchen Sachen wie den MRN-CD auftauchen und davon was vorstellen. Und ich finde das immer total spannend. Und ich denke mir, eigentlich müsste man noch mehr Studis die Möglichkeit geben, das zu machen und das vielleicht noch näher an ihren Alltag ranführen. Auch aus einem Bereich, der nicht aus dem Umfeld des Hobbys kommt, sondern einfach aus dem Uni-Alltag. Wann gehen Studierende in eine wissenschaftliche Karriere? Also wann kommt man auf die Idee, dass man das vielleicht machen möchte? Wann kommt man auf die Idee zu promovieren oder zu publizieren oder was auch immer? Wie kommt man mit der akademischen Laufbahn in Kontakt? Mit wem redet man darüber? Und woher kommt der Input? Und was weiß man eigentlich, was da drin passiert? Und ob das was für einen sein könnte? Wo lernt man die Details des wissenschaftlichen Arbeitens? Also nicht im Sinne von die Vorlesung Einführung wissenschaftliches Arbeiten, wo man was über Tech lernt und über Zitieren, was auch alles total wichtig ist. Aber auch mehr darüber, wie funktioniert eigentlich eine Konferenz und wo publiziert man einfach und warum machen Leute das und was gibt es da für Unterschiede? Und wann können die Leute die erste Publikation aufweisen? Und normalerweise ist die Antwort erst, wenn sie als WIMI bezahlt werden und nicht schon im Studium. Wobei es auch da natürlich Ausnahmen gibt, gar nicht so wenige, aber es ist nicht der durchschnittliche Norm. Darum haben wir uns überlegt, wir machen einfach eine eigene wissenschaftliche Konferenz und wir machen sie einfach nur für Studis. Wir können Sachen aus Lehrveranstaltungen nehmen, Sachen aus Hiwi oder studentischen Hilfskraftjobs nehmen, Sachen aus Hobbys nehmen oder eigentlich ist es völlig egal, welche Quelle, solange es ansatzweise informatiknah ist und der Inhalt gut ist. Die sollen das bei uns einreichen. Das kann gerne interdisziplinär sein, es können gerne Gruppenprojekte sein, es kann gerne auch Themen sein, die bei uns im Fachbereich oder im Studium vielleicht nicht so gut abgedeckt werden, sehr gerne sogar. Und das muss auch nicht aus der TU Darmstadt kommen, sondern kann im Prinzip von jeder Hochschule kommen. Wir haben einen Peer-Review-Prozess uns ausgedacht, der von den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen hier am Fachbereich begleitet wird. Da haben uns schon einige Fachgebiete Unterstützung zugesagt und wir sind gerade dabei, das auszufeilen. Dann wird es nochmal verschiedene Trainings geben. Der Gedanke ist nämlich, dass die Leute dabei auch was lernen und nicht einfach nur sozusagen dabei zuschauen. Das heißt Training zum Thema, wie gestalte ich ein wissenschaftliches Poster, wie halte ich eigentlich einen wissenschaftlichen Vortrag, was ist wichtig bei einem wissenschaftlichen Paper, wie baue ich das auf, worauf muss ich achten. Und am Ende kommt die eigentliche Konferenz, wo man das dann vorstellt und mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann und so weiter. Dabei gibt es, wie bei den Chaos-Veranstaltungen auch bekannt, verschiedene Tracks. Wir haben das für uns aufgeteilt in die Bereiche Informatik in der Gesellschaft, Mensch und Maschine, Sicherheit und Korrektheit, intelligente Systeme und Informatik plus plus. Wobei Informatik plus plus insbesondere auch angewandte Informatik ist oder Bindestrich-Informatiken oder alles, was grob in die Richtung Informatik geht, aber nicht jeder hier als Kerninformatik bezeichnen würde, interdisziplinär ist oder ähnliches. Und vor allem ist uns wichtig, dass alles, was irgendwie mit der Informatik zu tun hat, sich da reinfinden lässt. Also wir haben hier keine thematische Einschränkung. Dann haben wir den Ablauf der eigentlichen Konferenz, die Ende März 2019 stattfinden soll. Es sind im Wesentlichen 2 Tage mit insgesamt 8 Sessions. Eine Sessions können kurze Vorträge sein, lange Vorträge sein, Poster-Session sein oder Workshops sein oder Panels. Und ein bisschen Rahmenprogramm dazu natürlich, auch mit Abschlussparty und mit Filmabend und mit Keynotes und mit Best Paper Awards und Best Poster Awards etc. Und wir haben den großen Punkt Diversity noch auf unserer Liste, der auch am Ende der Grund ist, warum wir das Ganze überhaupt machen können. Wir werden nämlich finanziert durch den Franziska-Braun-Preis der TU Darmstadt. Das heißt, wir haben bei uns im Orga-Team besonders darauf geachtet, dass wir ein diverses Team sind, wie wir das einbringen können, wie wir verschiedene Themen, wie zum Beispiel Geschlechtergleichstellung in der Informatik oder Ähnliches da unterbringen können, wie wir Accessibility-Themen progressiv angehen können oder auch proaktiv angehen können, dass wir zum Beispiel jetzt schon einen Code of Conduct bei uns auf der Webseite haben, dass wir bei der Auswahl der Vorbilder, die bei uns die Keynotes halten oder an den Panels teilnehmen, entsprechende Vorsicht walten lassen. Schließlich, sollte euch das in irgendeiner Form interessieren, gibt es 2 Möglichkeiten. Ihr könnt erstmal zu uns Kontakt aufnehmen, wir würden uns darüber freuen, mit jeder Form von Feedback, Frage oder Ähnlichem. Oder ihr könnt einfach direkt, wenn ihr sagt, habe ich Bock drauf, es gibt nämlich diese hübschen Plakate seit heute im Gebäude, seit gestern im Gebäude. Unser Call for Participation hat nämlich dieses Wochenende geöffnet und wir würden uns freuen, wenn wir Einreichungen da finden und sehr, sehr gerne auch von Leuten, die heute hier waren. Ihr findet uns über Twitter, ihr erreicht uns per Mail und ihr seht uns hier rumlaufen. Benjamin, Klaas und ich sind die Speaker, die auch hier sind dieses Wochenende und in der Orga der Cast inhärent beteiligt. Ansonsten findet ihr uns online. Vielen Dank und wenn es noch Fragen gibt, gerne. Dankeschön. Gibt es direkt dazu Fragen? Hallo? Hat man als Mann irgendwie eine geringere Chance, angenommen zu werden mit einem Talk, weil ihr Diversity in den
Schwerpunkt stellt? Die interessante Frage ist, geringere Chance als was? Als Frauen? Per se erstmal nein. Es geht hauptsächlich darum, dass dieser Peer-Review-Prozess, der double-blind stattfindet, den Inhalt bewertet. Das ist das Wichtige. Wie gesagt, die AutorInnen erfahren nicht, wer sie reviewed hat und die Reviewer erfahren nicht, wer die AutorInnen sind. Trotzdem ist es so, dass wir eine relativ hohe Frauenstern- und Non-Binary-Beteiligung anstreben. Trotzdem muss man als kein Mitglied dieser Gruppen keine Angst haben, dass ein guter Beitrag nicht angenommen wird. Alles klar, dann nochmal Dankeschön. Und als nächstes haben wir Sarah und Faultierkatze, wenn das richtig ist. Korrigiert mich, falls ich was Falsches gesagt habe. Und sie werden euch was zu Analogfotografie erzählen. Sieht auf jeden Fall so aus. War das mit Faultierkatze richtig? Ja, beziehungsweise ja. Ich heiße Daria. Ja. Alles klar. The stage is yours. Danke. Ja, das ist Sarah, ich bin Daria und wir wollen euch ganz kurz was darüber erzählen, warum wir der Meinung sind, dass Analogtechnik mal was ganz anderes auf so einer Konferenz auch im Jahr 2018 durchaus noch ihre Relevanz und ihren Reiz haben kann. Was dafür sprechen kann, ist einmal einfach ästhetische Gründe, dass es einem gefällt, wie das aussieht, wenn man analog Bilder macht oder natürlich auch analog filmt. Also das ist technisch gesehen jetzt kein großer Unterschied. Film ist halt nur ein bisschen aufwendiger und dementsprechend leider auch etwas teurer. Deswegen machen das nicht mehr so viele Leute. Man kann es natürlich irgendwie digital nachbauen. Das gibt es da irgendwelche Plugins für Photoshop, für GIMP, die dann Filme simulieren. Aber ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie nicht so richtig den Punkt drin. Entweder ich nehme die echte Sache oder ich lasse es halt bleiben. Das andere ist auch einfach die ganze Haptik, die man hat, wenn man so mit den Materialien rumhantiert, wenn man da also auch die Weiterverarbeitungsprozesse selber in die Hand nimmt und auch beim Fotografieren selber. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich starre nun relativ viele Stunden des Tages schon auf irgendwelche Bildschirme und wenn ich in meiner Freizeit dann mich mal motiviere rauszugehen und mal irgendwie was Kreatives zu tun, dann möchte ich da nicht auch noch auf Bildschirme starren und in Menüs mich irgendwie verschachtelt rumwursteln und dann im Endeffekt eigentlich mehr auf den Bildschirm starren, als eigentlich Bilder zu machen. Und ich finde es halt einfach immer schön, wenn einen da möglichst wenig irgendwie von dem Aufnahmesubjekt quasi trennt. Das halt einfach, das ist halt irgendwie einfach direkter, man verschmilzt so fast so richtig mit der Technik, weiß ich. Also ich mag es einfach gerne und es ist natürlich auch bewusster, ich liebe dieses Meme, was ich hier da hingepackt habe, von wegen, ja, irgendwie, man macht zwar mehr mit der moderneren Technik, aber besser wird es quantitativ dann auch nicht. Was natürlich, um es mal so ein bisschen hier auf den gemeinsamen Nenner zu bringen, auch wichtiger Punkt ist, dass man einfach ganz anders in die eigentlichen Prozesse eingreifen kann. Ich meine natürlich, man könnte jetzt auch sich seine eigene Firmware für eine Digitalkamera schreiben, wenn man das möchte. Letztlich machen die meisten das aber wahrscheinlich nicht, sondern nutzen es einfach so, wie es ist. Und da hat man ja eigentlich so ziemlich eine Blackbox, irgendwie einen Prozessor, der das alles macht. Gut, man kann mit einem RAW-Converter arbeiten, aber da sitzt man ja auch wieder nur Stunden um Stunden am Bildschirm. Und mit der Chemie, da kann man halt einfach sich die kreativsten Prozesse einfallen lassen. Ich habe hier mal zwei Beispiele von mir auf die Folie gepackt. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie das funktioniert, erkläre ich euch gerne im Anschluss oder ihr könnt es auch einfach googeln oder DuckDuckGo oder was auch immer. Und man kann also auch so verrückte Sachen machen, wie mit Hausmitteln entwickeln. Also es wäre jetzt kein Problem, sich sein Fotopapier in eine selbst gebastelte Lochkamera zu stecken und anschließend mit Kaffee oder mit Paracetamol zu entwickeln. Das geht alles, wenn man da Spaß dran hat. Das Schöne daran ist halt auch, dass es eben nicht perfekt reproduzierbar ist, nicht perfekt vorhersehbar. Man hat immer so ein bisschen diesen Überraschungsmoment dabei. Und natürlich, ich habe es ja gerade schon angesprochen, man kann sich mit relativ geringem Aufwand eigentlich auch selbst irgendwas bauen oder kommerzielle Geräte modifizieren. Was natürlich jetzt immer, gerade bei Fotografie als Kunstform, so ein bisschen eher ein Randthema ist, sind ökonomische Überlegungen, also Kosten gegenrechnen.
Ich meine, wenn da jetzt wirklich auf den Cent achtet, der hat vielleicht das falsche Hobby sich ausgesucht, aber grundsätzlich ist für mich halt einfach ein durchaus ein Vorteil, dass ich also keine Folgekosten für irgendwie Speicherplatz umkopieren, Backups habe. Ich habe hier einmal meine fertig entwickelten Streifen, die hefte ich ab und dann habe ich mein Backup. Und das hält halt, wenn ich alles richtig gemacht habe, auch ein paar hundert Jahre. Das ist halt das Schöne daran, während ja so in 100, 200 Jahren eine Festplatte mit JPEGs öffnen. Ich habe so meine Zweifel, dass das ohne weiteres funktionieren wird. Und letztlich ist auch einfach ein Punkt, dass ja die Technik ist halt schon ausgereift und veraltet nicht mehr, weil die ist schon halt völlig veraltet. Das heißt, wenn man sich da was kauft, hat man auch eigentlich erstmal für die Dauer was, weil da passiert nicht mehr viel in der Hinsicht, das ist alles ausgereift und man kann halt einfach für den Bruchteil der digitalen Pendants teilweise da wirklich schon gute Ausrüstung bekommen. Und das Beispiel, was ich hier auf der Folie habe, das ist so mein Geheimtipp, diese T70, die habe ich jetzt also schon zweimal für unter 10 Euro in bestem gebrauchten Zustand bekommen. Ist einfach zuverlässig, tut ihr Ding. Sie sieht hässlich aus, ich finde sie wirklich hässlich, aber sie ist funktional. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ja, das ist doch wahrscheinlich trotzdem alles kompliziert und bestimmt auch teuer mit der Weiterverarbeitung. Dachte ich auch anfangs, ist es aber eigentlich nicht. Und wie das in der Praxis dann aussehen kann, das erzählt euch Sarah jetzt noch kurz. Ja, moin. Ja, das Ganze fing eigentlich so an, also mit ihr, mit Taria. Wir folgen uns. Sie machte so einen komischen Tweet, irgendwie, ja, mit welchem Entwickler hast du genommen? Rodinal, irgendwie bla bla, dauert lange. Und ich so, oh, da macht jemand analog, ist ja cool. Geantwortet, es eskalierte, wir stehen jetzt beide hier. So, entwickeln geht eigentlich total einfach. Also der ganze Photochemie-Kram, es fängt eigentlich damit an, mit so einem Ding. Das ist, also, vorausgesetzt, wir betrachten jetzt einfach nur mal den Schwarz-Weiß-Fall. Das ist einfach handhabbar, man muss da nicht auf ein Zehntel Grad genau irgendwelche Temperaturen einhalten, auf 5 Sekunden irgendwelche Zeiten, das ist alles flauschig, das geht total einfach. Sehr fehlertoleranter Prozess. Das ist ein Tank und da sind so Spulen und in diese Spulen wickelt man den, naja, ungeschnittenen Film rein. Das heißt, also man legt sich alles im Labor zurecht, so, also die Filmpatrone, die Spulen, den Tank, einen Flaschenöffner und eine Schere. Dann merkt man sich, wo alles ist, macht das Licht aus und geht in kompletter Dunkelheit wieder an den Tisch zurück. Es geht, man kann es üben. Und macht halt eben mit dem Flaschenöffner die Filmdose auf, schneidet diese Lasche ab und fädelt das dann da ein. Und wenn dann halt eben die Filme in dem Tank drin sind, dann kann man das Licht wieder anmachen. Und dann ist alles okay und dann die Chemie ansetzen und es gibt dann halt eben verschiedene Entwickler, es gibt verschiedene Filme mit Details in der Chemie, dann gibt es halt eben verschiedene Entwickler. Ich persönlich mag den Ilfotec HC, der macht schönes grobes Korn und dazu nehme ich gerne den HP 5 Plus. Das heißt, dann hat man da irgendwie eine Handvoll Körner, denen man alle einen Namen geben kann und das macht wunderbar schöne, harte Kontraste. Also ich mag es, Feinkornentwicklung ist was anderes. Dann kommt die Chemie rein, der Entwickler kommt da rein und mit bestimmter Temperatur und Zeit wird das dann halt eben gekippt. Das steht alles in der Anleitung und dann wird es ausgegossen. Das gehört übrigens auf den Sondermüll, was da rauskommt. Dann wird es gewässert und dann kommt der Fixierer dazu. Auch wieder schütteln mit Zeit und dann wird es zum Schluss, Fixierer kommt dann weg in den nächsten Tank und dann wird das Ganze gewässert und dann hat man irgendwann so einen 1,60 Meter langen Streifen. Also so ein 36-Bilder-Film ist ungefähr 1,60 Meter. Ungefähr so ist lang. Ich habe es lange nicht mehr nachgemessen. So, und dann hat man halt eben so einen Negativstreifen, so das in ungeschnitten und man kann das dann halt eben schneiden und abheften. Und dann geht es weiter. Dann, wenn man Papiere machen will, also ich habe hier so ein paar Papiere mitgebracht. Man kann damit schöne Sachen machen, wie Kontaktabzüge. Denn es ist schwierig, negativ einfach so zu beurteilen, ans Licht halten. Und es braucht ein bisschen Übung. Man kann dann halt so Kontaktabzüge machen. Man legt einfach die Negativstreifen auf ein Fotopapier, Glasplatte, drüber Licht drauf, fertig entwickeln. Und man hat halt eben den Kontakt. Und was ihr seht, das ist ein einfacher Schwarz-Weiß-Entwickler.
Vergrößerungs-, Schwarz-Weiß-Vergrößerungsgerät für Kleinbildfilm. Ich habe das Bild und nicht irgendwie so einen coolen Fancy-Shit mit Farbvergrößerung, weil das nämlich von Wikipedia ist und das ist, ist unter der richtigen Lizenz und naja, weil das Ganze ja auch aufgezeichnet wird. Und dann hat man halt eben das Fotopapier, also das ist dann auch alles im Dunkeln, aber man kann Rotlicht nehmen. Ich habe noch nicht mit LEDs experimentiert, aber das müsste gehen eigentlich. Es gibt so diese klassische Dunkelkammerbeleuchtung, das ist ein schummriges rotes Licht. Wenn man da eine halbe Stunde in der Dunkelkammer ist, dann gewöhnt man sich auch da dran und dann funktioniert das auch und man greift das richtige Papier und kann dann arbeiten damit. Und es gibt da halt eben so Dinge, so ein Dunkelkammer-Timer. Das ist so, man stellt dann so zwischen einer und 60 Sekunden ein und dann wird das Licht eingeschaltet und wenn man da so ein Papier belichtet hat, dann geht es in die Chemie. Das ist jetzt so ein Schalenset. Da sind die Zangen, die sind ganz wichtig, denn man möchte eigentlich nicht diese Chemie direkt an den Fingern haben. Und man hat dann also drei Schalen. Das erste ist Entwickler, das zweite ist das Stoppbad, das ist meistens Essigsäure oder so. Und dann kommt der Fixierer. Und ich habe vor vielen Jahren sehr, sehr, sehr viel gemacht und irrsinnig viele Nächte in der Dunkelkammer verbracht und dann umgezogen und studiert und bla blub und irgendwie keine Gelegenheit mehr dazu gehabt. Und habe ich vor nicht langer Zeit einfach mal wieder ein paar Filme entwickelt. Und ich war so glücklich, einfach diese Pampe zu riechen. Und das ist, boah, willkommen zu Hause. So dieser Duft von Fixierer. Und wie Daria sagte, so eine Digitalkamera, und die nicht nach Fixierer riecht, naja, das taugt halt nichts. Genau, man kann halt eben total viele Experimente machen. Ich habe also, das ist so eine Kamera von meinen Urgroßeltern. Die kommt so aus den 20er, 30er Jahren oder noch früher. Ich habe mit der Bilder gemacht. Ich habe halt eben diesen Negativhalter genommen, habe dort Fotopapier reingetan. Habe hier einfach Fotopapier reingetan. Damit die Kamera geladen, ungefähr eine Belichtung ausgewürfelt. Habe ein Bild gemacht auf das Fotopapier. Das hatte ich dann natürlich als negativ. Und bin dann wieder ins Labor zurückgegangen und das war während so eine Entwicklungssession und habe dann eine Kontaktkopie gemacht. Das heißt, ich habe ein unbelichtetes Fotopapier und dieses ausentwickelte Negativ. Habe ich übereinander gelegt, beides nass gemacht, damit es schön blasenfrei aufeinander klebt. Das nass gemacht, durchbelichtet, also einfach Licht durch und habe dann dieses Positiv dann durch den normalen Entwicklungsprozess durchlaufen lassen. Es gibt einfach total klasse Effekte. Man kann da irrsinnig viel Spaß mit haben. Was ich so das Schöne an Analogfotografie finde, ist so diese Verbindung mit dem Medium. Das ist nicht so, es ist kein Abstraktionslevel dazwischen. So ist es nicht so, ich habe die Digitalkamera und dann habe ich eine Speicherkarte und dann habe ich meinen Rechner und habe dann irgendwie so ein paar Bilder, so ein paar Dateien, sondern ich habe den Film, ich beschäftige mich damit, es braucht seine Zeit. Es ist ein kostbares Medium. Also so ein 36er-Film kostet 5, 6, 7 Euro. Und da überlege ich mir, ob ich jetzt nun irgendwie wie digital irgendwie mal so 5.000 Bilder weghaue oder irgendwie ein Objekt irgendwie 10-mal fotografiere. So, naja, eins wird schon passen. Sondern ich muss mir genau überlegen, was ich will. Und ich muss mit der Belichtung auch genau aufpassen. Und ich muss vielleicht ein bisschen rechnen. Was ist der Dichteumfang? Wie gut kenne ich den Film? Das ist also eine ganz andere Beschäftigung mit diesem Medium Fotografie. Kommt ihr so langsam zum Ende? Kommt ihr so langsam zum Ende? Ja, ist okay. Und das ist halt eben das, was so Spaß damit macht. Und dann die verschiedenen Papiere und so. Es ist sehr haptisch. Es ist unglaublich befriedigend. Genau, wenn ihr Fragen habt, wir haben hier nochmal so die Bilderrechte, soweit es ging. Exil-Sarah bin ich, Faultierkatze ist Daria. Wir haben ein bisschen Zeugs mitgebracht, löchert uns hinterher. Wir sind da einfach quatschen. So. Dann danke und Dankeschön. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe da gerade in den Reihen auch schon gehört, dass Menschen jetzt wahnsinnig Lust auf Fotografie haben. Ja, gerne. Dann nachher einfach mal Sarah und Daria ansprechen, wenn ihr da Lust drauf habt. Fragen wird jetzt gerade ein bisschen knapp, deswegen machen wir einfach mal weiter. Ihr habt mir meinen schönen Zettel da verstellt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer als nächstes kommt. Aber ich meine, es sind Hexa und Fuka mit den Auerblobs. Jawohl, ja.
Gerne. Hallo, hört man mich schon? Ist das schon an? Ja, okay. Hallo, ich bin Hexer, das ist Fuka. Wir bauen zusammen die Hourblobs. Hourblobs geht im Prinzip darum, dass wir Hourpakete, bitte? Hourblobs geht im Prinzip darum, dass wir Hourpakete als Binary Repository bauen. Ja, viele euch werden wahrscheinlich Arch Linux-User sein, wie ich auch, wie Fuka auch. Arch Linux ist eine beliebte Linux-Distribution geworden durch seinen Rolling-Release-Zyklus. Hat eine Menge Binärpakete und hat noch eine größere Menge an Source-Paketen, die im Hour sind, im Arch-User-Repository. Und wenn man die bauen will, dann ist das eventuell irgendwann ein bisschen langweilig, nervig, zeitfressend. Und dann greift man irgendwann zum Hour-Helper, der einem die Arbeit dann deutlich einfacher macht. Dann landet man irgendwann in einer, ich will updaten, also öffne ich den Hour-Helper, sage, ich möchte updaten. Dann muss ich die Änderung reviewen, ich muss das PKG-Build-File eventuell editieren, ich muss die Änderung bestätigen, dann muss ich den Build-Vorgang abwarten, was für manche Pakete, wer hat schon mal Linux oder Wine gebaut aus Hour, echt unangenehm ist. Das mache ich dann für jede Dependency meiner Pakete dann auch nochmal. Wer schon mal unter Arch Linux Perl Pakete brauchte, der weiß vielleicht, wovon ich rede. Und jedes Mal, wenn ich quasi updaten möchte, muss ich das Git-Repository pullen erstmal. Wenn mein Paket ein Version-Control-Paket ist, das heißt, es hat hinten ein Git-Suffix, ein SVN-Suffix, dann updatet das ganze Paket nur, wenn der Maintainer einen Version-Bump macht auf dem Paket. Und wenn ich die Pakete dann tatsächlich auf mehreren Maschinen nutzen will, dann mache ich das Ganze doppelt und dreifach. Und das versuchen wir irgendwie anzugehen. Genau. Und unser Ansatz, das anzugehen, das, was Hourblobs tut, ist, es sammelt erstmal die Liste der Pakete aus dem AOR, die man überhaupt bauen möchte. Es gibt dann ein Command-Line-Interface dazu, zeigen wir gleich noch in der Demo, wo man halt einfach sagen kann, ich möchte das Paket hinzufügen oder ich möchte das Paket jetzt nicht mehr. Und guck mal, ob es da Updates für gibt. Und wenn diese Updates da sind, dann oder dafür checkt Hourblobs halt irgendwie das Repository aus, guckt, ob es Änderungen gab. Wenn es diese Änderungen gab, dann baut es diese Änderungen als in einem Container durch. Da fallen dann Binary-Pakete raus. Und Hourblobs baut am Ende auch ein einbindbares Repository, sodass ich das per HTTP zur Verfügung stellen kann für all meine Systeme, für die Systeme meiner Freunde, sodass ich das da als ganz normales Repository einbinden kann und am Ende einfach nur noch über den ganz normalen Update-Manager von Arch Linux meine gebauten Pakete zur Verfügung habe und updaten kann. Wir machen da noch ein bisschen mehr als nur dieses Paket bauen. Wir signieren die Pakete natürlich auch mit dem PGP-Key des Users, sodass da halt auch irgendwie die Signaturen am Ende passen und die benutzenden Systeme die Signaturen auch ordentlich prüfen können. Wir gucken uns diese Version-Control-Pakete periodisch an. Das heißt, selbst wenn der Maintainer die Version nicht hochdreht, bauen wir trotzdem regulär neu im Abstand von einem einstellbaren Zeitraum. Genau, wie schon gesagt, man kann halt das Repository einfach per HTTP rausexportieren, in mehreren Maschinen teilen. Und wir nutzen Docker zum Bauen. Das heißt, ich kann das auf meinem VPS, auf meinem Server irgendwo bauen, auch wenn auf meinem Server selber kein Arch Linux läuft, sondern dann Standard Debian oder was auch immer läuft, kann ich trotzdem meine Arch-Pakete damit bauen, weil dieser Build-Prozess komplett in einem Docker-Container läuft. Hat auch den Vorteil, dass ich so ein bisschen eine Sandboxing-Funktion habe, sodass ich mir zumindest den Installationsschritt des Paketes nicht mehr ganz so genau angucken muss, auch wenn man das eigentlich tun sollte. Aber ich kann zumindest sicher sein, dass er mir nicht mein System zerstört. Wir haben natürlich noch ein paar Probleme. Das Projekt ist noch relativ jung. Wie gesagt, wir gucken uns, oder wir sind so komfortabel, dass man sich die Paketdetails nicht mehr genau angucken muss, obwohl wir das halt gerne noch hätten. Wir haben momentan noch ein kleines Problem mit Paketen, die
aus einer Quelle mehrere Zielsysteme bauen. Das funktioniert manchmal noch ein bisschen komisch. Da muss man wissen, was man angeben muss. Paketabhängigkeiten klemmen manchmal auch noch ein bisschen. Wenn all diese Abhängigkeiten in AOR sind, dann muss man manchmal mehrfach updaten, weil es noch keine Reihenfolge gibt. Und Pakete, die Interaktion haben wollen, sowas wie Linux Git, wo man gegebenenfalls halt einfach in Make-Old-Config Fragen reinrennt, welche Kernel-Optionen man denn haben möchte, bauen halt gerade aufgrund des automatischen Verhaltens noch nicht richtig. Aber da gibt es für all diese Dinge eigentlich Issues und zumindest Konzepte, wie man das angehen kann. Genau, dann haben wir eine kleine Demo vorbereitet, die ich kurz auch mit erklären mag. Dafür müssen wir auf den Bildschirm gucken. Das sieht gut aus, oder? Mach mal groß. Genau, als erstes die Installation. Einfach pip install ourblobs, dann wird das Zeug installiert. Dann kann man ein neues Repository anlegen, was in dem Fall einfach unter savvwwmyrepository dann zur Verfügung gestellt wird mit einem PGP-Key hinten dran. Das Repository wird installiert. Dann sagt man, welches Paket man, in dem Fall ourvote, installieren möchte. Dann sagt man einmal Update, dann wird dieses Paket gebaut. Und am Ende steht dieses Paket halt als Binary Arch Package in diesem Repository zur Verfügung mit all den Datenbank-Files, die dazugehören. Ja, ich glaube, das war's von unserer Seite. Wir haben noch irgendwo einen Link auf der nächsten Folie. Benutzt es, es bedient sich, ist eine gute Frage, wenn man zurückkommt. Genau. Es gibt dieses GitHub-Projekt dazu, gibt den ISC-Channel dazu. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Fragen habt, wir stehen da gerne zur Verfügung. Hast du nochmal? Okay. Dann Dankeschön. Gibt es direkt Fragen dazu? Ich glaube, eine kriegen wir unter. Dann sprecht Hexa und Fuka einfach später an oder IRC, GitHub. Ihr werdet es finden. Danke euch beiden. Und dann haben wir zum Schluss, ich gebe dir schon einmal das Mikro, korrigiere ich mich, wenn ich es falsch ausspreche, Gitterka. Hups, das ist das Falsche. Aber ähnliche Technologie. genau, und es geht um das TIP-AV-Portal. So, bitteschön, Moment, ist das, ja, perfekt. Okay, vielen Dank. Ja, AV, Audio-Video, kann ich ja schon mal spoilern. Ja, was oder wer oder ist die TIB? Es ist das Leibniz Informationszentrum Technik Naturwissenschaften und in Hannover auch die Universitätsbibliothek. Dort arbeite ich, möchte aber kurz klarstellen, ich bin nicht direkt mit dem AV-Team involviert, aber und auch privat hier. Oder TIB, ganz einfach abgekürzt als die Technische Informationsbibliothek. Ganz kurz, wir sind ja zuständig für diese technischen Fächer hier, Architektur, Chemie, Physik, Mathe und Informatik. Vielleicht kurze Umfrage, wer fühlt sich denn einem dieser Fächer irgendwie zugehörig? So, ja, okay, so ungefähr 2/3 des Saals, dankeschön. Und ja, wir bedienen sowohl natürlich Studenten, Lehrer, Wissenschaftler, Forschende und auch die freie Wirtschaft mit Informationen über wissenschaftliche Veröffentlichungen, aber auch Patente. Im TIP-AV-Portal sind ein paar mehr Fächer vertreten, also das restliche Drittel der Personen fühlt sich vielleicht dann in dieser erweiterten Liste zugehörig. Und ja, CCC-Relevanz ist, glaube ich, gegeben seit ungefähr Anfang des Jahres. Da gab es ein kleines Projekt, um die Vortragsvideos des letzten Kongresses zu archivieren und so ein bisschen die Brücke zu schlagen in die akademische Welt, wie ihr hier unten zum Beispiel seht. Also danke ans VOG natürlich erstmal noch, Entschuldigung, dass ich das hier übergangen habe. Aber da war eine sehr freundliche und sehr offene Atmosphäre bei der Zusammenarbeit. Ja, Brücke zur akademischen Welt, wie ihr uns gesehen habt vielleicht, diese Digital Objects Identifier sind ja sehr beliebt in der akademischen Welt, um eindeutige Werke zu zitieren und zu identifizieren und in Kombination mit diesen Media Fragments ist es dann jetzt beispielsweise einfach möglich, mal einen Videoabschnitt zu zitieren, sodass es auch akademisch anerkannt wird. Es wird ein bisschen Analyse gemacht auf den Videos, die dort hochgeladen werden. Also wenn es sich um so einen normalen Vortrag handelt mit Slides, gibt es da so ein schönes Timeline-Feature mit Vorschau, wann über was geredet wird. Und ein bisschen mehr Analytics wird auch gemacht, zum Beispiel alles, was so als Sprache und Text im Video vorhanden ist, wird erkannt und zu einem noch in der Beta-Phase befindlichen Sprachtranskript zum Beispiel zusammengebaut.
Und ja, die Verschlagwortung findet statt mithilfe der gemeinsamen Normdatei, was eine ja, Katalogisierungstechnik oder Konvention aus dem Bibliothekswesen ist. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessieren. Guckt mal rein, av.tipp.eu, wenn ja, wissenschaftliche Videos für euch relevant sind und ihr einen kleinen Einblick in das Bibliothekswesen bekommen möchtet. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es direkt Fragen dazu? Okay. Wir hätten theoretisch noch ein ganz kleines bisschen Zeit, falls noch jemand jetzt schnell sagt, ich möchte gerne irgendwas präsentieren, ich möchte ein Projekt vorstellen, auch gerne ohne Slides. Ansonsten, falls da niemand Lust zu hat, sind wir dann jetzt durch. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Ich danke allen, die Vorträge eingereicht haben und gehalten haben und sage bis zum nächsten Mal.